Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Stumpfzahn Jack anzunehmen bei Marschall Haggard im Wald von Elvin. An dieser Position ist die Folgequest von Marschall Haggard. Nehmt die Quest gleich mal an. Begebe mich nun ins Questgebiet und sobald ich da bin, werde ich mich bei euch melden, um zu zeigen, wo dieses Abzeichen zu finden ist. Also, bis gleich. So, ich habe das Lager von Stumpfzahn Jack gefunden. Falls euch dieses Video hilft, dürft ihr gerne einen Daumen hoch geben und oder meinen Kanal abonnieren. Würde mich sehr freuen. Okay, der Spieler hat abgelehnt. Anscheinend benötigt er ihn nicht. Mache gleich auch die Map auf, sobald er tot ist. Und ihr benötigt diesen Mob, denn er droppt einen Schlüssel, den benötigt man, um diese Kiste aufzumachen. Looten. Dann Kiste aufmachen. Und da ist dieses Abzeichen. Hier war auch die Map, wo dieses Lager ist. Hier bin ich. Hoffe, es ist deutlich erkennbar. Ja, den Bandit benötige ich jetzt nicht. Ich laufe einfach mal weg. Man darf zurück zu Marschall Haggard. Der Weg ist nicht allzu weit. Falls ihr Lust habt, könnt ihr auch meine Facebook-Seite besuchen. Link dazu findet ihr im YouTube-Kanal-Banner. Da poste ich die Software, was ich gerade aufnehme oder was als nächstes ansteht. Dürft die Seite auch abonnieren, liken, wie auch immer. Ist aber nicht so wichtig für mich wie der YouTube-Kanal. Also, wenn ihr diesen abonniert, würde mich sehr freuen. So. Seid gegrüßt. Quest ist abzugeben bei Marschall Haggard. Seid vorsichtig. Im Wald von Elvin an dieser Position. Hoffe, mein Video konnte euch helfen, diese Quest abzuschließen. Eizocke, Ende.